Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Borderlands 2 mit dem werten Patrick. Komm zurück. Den ich jetzt seine Nasenhaare zählen kann. Eins, zwei. Na, jetzt dreht er sich um. So. Damit wir auch mal eine andere Waffe haben, habe ich jetzt mal das Sniper ausgenommen. Und jetzt gehen wir auch mal in die Richtung Quest. Die Nasenhaar-Sniper. Ja, das Nasenhaar-Sniper. Soll ich irgendwas snipen und schleiche mich hier an und hier ist nichts mehr? Schönen Dank. Da war mal eine Toilette hier. Toilettentanz? Ja, du bist Toilettentanz. Oder dieses Regentanz. Hä? Wieso kann ich die nicht öffnen? Ich auch nicht. Das ist vielleicht ein Tropfen noch. Toilette? Wir wollen dich öffnen. Na gut, dann halt nicht. Da glauben wir ihm das andere Lumba. Ja, immer schön Munition einsammeln. Ne, hier hinten geht's ja gar nicht lang. Jump. Nee, oben hier oder unten? Ne, ich snipe erstmal nach unten. Nummer 5 lebt! Oh, wo kommt der denn her? Schon von hinten. Das ist eine Autogun. Oh, und Lilanes, meins! Na, Iridium. Ja, egal. Hey, ich krieg's auch. Mitnehmen. Ja, der ist ein normaler. Also, der Geschütz hat gerade nichts zu tun, vielleicht könntest du aufsammeln. Halt doch, jetzt so. Das schützt uns doch hier. Ja, von Wushi. Ist aber nicht. Okay, hier ist so in. Ja, jetzt ist sowieso ausgelaufen. Genau so, DT. Meinst du nur gut? Hast du da nicht weniger CD drauf? Dann haben wir weniger CD, um neues hinzustellen, ja. Aber das war ja jetzt eigentlich nur Backup gedacht. Mhm. So viel CD habe ich ja jetzt auch nicht so. Ich finde die Kleid so süß. Welche Kleid, die Zwerge? Ja. So. Rasender Goliath? Ja, komm. Nee, der hat uns geklemmt. Auf was schießt denn mein Geschütz jetzt schon wieder? Ach, ich mit einer Feuerwaffe auf den Puristen. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum der keinen Schaden kriegt. Ja, ist ja logisch, Mensch. Ja gut, da kann ich dir auch nicht helfen. Ja, das war ja jetzt echt extrem bescheuert von mir. So. Oh. So, nächster Kopfschuss. Ja, läuft doch. Ich glaub's nicht, ich werd mal Sniper-Muni los. Ja, Sniper geht. Effektiv meinst du? Ja, effektiv loswerden. Sinnlos loswerden ist ja scheiße. So hoch, noch ein bisschen. Oh wow, das kann ich. Geld, Geld, Geld regiert die Welt. Wir müssen uns den nächsten Century auch mal wieder ein bisschen upgraden, wa? Mit den Lila-Zeug. Ach du Gott, das kommt hier für ein Großer an. Der hat eine Kiste hinten. Okay, ich komm. Wo bist du? Da oben.
Da kommt vielleicht noch unten raus. Jetzt gibt gleich Schmerz! Kann ich hier hoch? Na komm. Ah, ich kann so nicht auf ihn schießen. Es hat doch einen kleinen Kopf. What the fuck? Ja, du kannst von denen die Köpfe abschießen. Na komm schon. Der hat aber ganz schön, gut was rausgehauen hier. Der hat so ziemlich groß. Also wegen so ziemlich gut was dabei. Wow. Das ist echt. Wow. Das ist echt. Wow. Die Pistole ist zwar explosiv, aber. Er wird den Revolver hier gerne mal ausprobieren wollen. Kannst du nehmen, also die blaue Waffe hier unten, die ist irgendwie ein. Die hat nicht mal Zusatzeffekte. Nee, ich meine ja den Revolver hier oben, den blauen. Achso, nee, ich meine doch hier unten, so gesehen, da oben hab ich, bin ich auch nicht dran gekommen. Ja, die kannst du nehmen. Okay. Ja. Leider kein Zielvisier, aber ist okay. Pass. So, dann stoppt ihr jetzt auch mal Waffen ein. Ich klau dir ja sonst immer die ganzen Waffen her. Oh ja, der Revolver geht gut. Der ist in Ordnung. Den kann man erstmal für ein paar Schüsse behalten. Hat jemand die Video gefunden? Ich weiß nicht. Video Beweis sagt was anderes. Videobeweis. Erstmal nachgucken, ob das so ist, so stimmt. Ja, das wirst du nicht. Du kannst nicht gucken. Alle anderen dürfen das Video gucken, bloß du nicht. Ich hab mit deinem verstanden. Na komm, gib mir Muni. Geht's noch weiter hoch? Oh, hier oben ist noch, auf dem Dach ist auch noch eine Waffenkiste großer. Echt? Da ist sogar eine lila Waffe drinne. Ein Rifle. Ein Rifle? Ein Rifle, das sieht aber eigentlich auch gar nicht mal so schlecht aus. Rifle und Schrotflinte. Das ist lol. Das hat Explosion. Ja, deswegen sagte ich ja. Das ist eigentlich noch deutlich besser als das, was ich jetzt hab. Nimm du das und ich nehm deins. Okay, warte. dann muss ich das erstmal droppen. Soll ich doch bestimmt jetzt runterlosen? Ich hoffe mal nicht. Tschüss. Ach man. Da unten liegt es. Alter, das hat sogar Zielvisier. Das Ding ist aber richtig nice. Ja. Ich muss nachgucken. Okay, ich behalte meins. Wieso? Das macht mir Schaden mehr. Also ganz einfach einsammeln. Trotzdem danke. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus, die Waffe. Ja, endlich mal was mit Optik. Ja. Oh, scheiße, ist so gut. Hab ich wieder zu lange E gedrückt? So, halt nie, wir müssen ja hier hinten irgendwo hin. War dort hinten noch was? Ich gucke noch mal hier oben. Hier oben ist auch noch mal eine Waffenkiste. Oh. Na gut, da habe ich jetzt nicht geguckt. Sag mal, ob was Interessantes drin ist. Okay, Granaten. Na gut, bei Granaten würde ich gerne mal gucken. Haben die spezielle Effekte oder nicht? Nö. Na, dann Müll. Dann sammeln ein. Eingesammelt. Da ist wieder das Radio. Zum Radio. Sender wechseln. Da passiert irgendwie nichts. Doch, da kommt so. Und so. Das hört man voll gar nicht. Was ist hier los? Hat den Kopf verloren. Boah, Alter. Das sieht verstörend aus. Okay. Nee, ich hab mir gerade mal den mit dem Kopf verloren da angeguckt. Ja, du musst bei denen mal, wenn du ihn siehst, dann musst du mal auf den Kopf schießen und zugucken. Ja, werde ich dann bestimmt nur wieder in der Aufnahme sehen, da bin ich dann wieder ein bisschen zu hektisch dabei.
Das ist ungewöhnlich. Der Firehawk hat die Bloodshots längere Zeit schikaniert, aber sie haben nie zuvor einen so umfangreichen Angriff auf den Firehawk eingeleitet. Ich frage mich, warum sie sich so sicher waren. Weiter so, Bloodshots! Dieses dämonische Ding wird den Tag bereuen, an dem es sich mit uns anlegte. Der Firehawk wird an seinen eigenen Fäkalien ersticken. Alter. Genau das habe ich auch gedacht. So, und Patrick ist da hinten schon wieder irgendwo am Weiterlooten hier. Was hast du da oben? Das freue ich mich gerade selber. Das ist nur ein anderer Weg. Ah, nee, Waffenkiste. Nee, ist ein anderer Aussichtspunkt. Nee. Also für mich ist nichts bei. Und dann du einsammeln. Okay. Hast du schon genug, ja? Nee, das nicht, aber dass du hoch warst. Ja, du, ich hab... Okay, 5 Plätze. Hätte ich noch. Also, ich hab ja eigentlich ordentlich was mit eingesammelt. Ja, ich hab jetzt noch 4. Okay. So. Wir könnten aber bald mal wieder verkaufen können, wa? Ich hätte gern. Die Waffe ist der Hammer. Schussgefühl. Schütz auf dem Feld! Wo zieht mein Geschütz dann ab und zu mal hin? So, es kam da hinten nicht an die Gegner ran. So. Besorgt ihr mal Muni? Schießt denn da hinten immer mit seinem scheiß Piss an die Gegend? Ey, hier, kuschel mal. Bring dich! Ne, zum Umbringen ist es zu spät gewesen, wa? Noch mehr Muni? Muni, 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 Muni. Ja, nee. Hä? Da geht auch noch ein Weg rum. Okay. Ist mir jetzt aber ein bisschen... Ich weiß jetzt nicht mehr, wo wir hin müssen. Ja, wir müssen jetzt zurück. Bringe mein Geschütz in Stellung. Das wird geil! Mein Geschütz schießt auf Tote. Das geht auf Nummer sicher. So. Ne, wir haben ja sogar gleich Level Up. Also Kapazität muss ich mehr. Guck mal bei den Schild, das ist zwar nur weiß, aber... Ja, mal gucken. Max Gesundheit. Ist aber auch wieder so ein Turtle-Schild. Hat ein bisschen mehr. 10 mehr. Komm, ich nimm's mal. 10 mehr. Ja, naja, wenn die anderen Werte dann auch alle hinhauen, passt ja. Hängt davon ab, ob es noch Zusatzwerte hat, wie Death, Elektroschock oder so ein Käse dann. Ne, ich zieh mich ja dann meistens eher zurück. Achso. Deswegen, ich brauche eigentlich nur sozusagen, wenn ich den ersten Schuss aushalte, dann reicht mir das ja. Muss ich hier drin? Nicht eine Waffe drin. Knochen okay. Der Bullen. Okay. Willst du mal ausprobieren? Jo. Wo soll ich denn? Aber nicht, dass du mir dann hier nachher wie eine Kuh rummust, ne? So schießt sie. Also, okay. Was ist der Fun Fact daran? Ich weiß es nicht. Geschütz wird aufgestellt!
Ich beschmeiße die Gegner immer erst mit meinem Geschütz wie eine Granate. Nächstes Level. So, ich hier oben auch nochmal alles kurz mit. Aha. Gatsching hat's gemacht. So, dann nächstes Level. Damit er geschützt nicht immer weiter hier auf tote Gegner schießt, noch mehr Genauigkeit. Okay, hier wird gespeichert. Oh, Mist. Lass mich nachladen. War da nicht noch eine? Ach da. Alter, diese kleinen Mistviecher, ne? Ja, die sind schon. Darf ich. Jetzt sind wir ja wieder hier. Das ist ja auch verkehrt. Da wollen wir wohl blind wieder für so nach dem Auto. Also blind ja, ich hab jetzt nicht. Ich hab nicht auf die Karte geguckt. Ich bin jetzt einfach nur so. Du hast gesagt, da gibt's einen neuen Weg. Okay, Weg lang. Das ist ganz schön. Ich sagte ja eben, das ist ein Labyrinth. Ja, genau. Da sind halt auch Höhlen so mit. Ja, was haben wir hier noch? Müll. Da hinten liegt noch Geld. Mein Geld. Mein Geld. Meins. Nein, das kriegst du nicht. Das ist meins. Das ist meins. So. Alter, wir sind nur am Stöhnen hier. Alter, ich glaube, ich finde das lila Zeug jetzt aber relativ häufig, ne? Ja, das ist gut. Mehr Munition, wenn es mal mistig läuft. So gesehen. Vorsicht, hinter dir! Lol, bin in den Typen saßen noch mal dort drauf. Treffsicherheit ist sowieso überschätzt. Auf den Goliath. Aber so Zwerge oben auf den Schultern. Ich finde die Zwerge von Borderlands eklig geil. Ich mag die Goliaths, wenn sie die auf den Kopf schießen, dann so plopp macht. Und dann rennen die ran und gehen weg und greifen sich gegenseitig an. Halt. Du denkst, der Firehawk hat Roland, was? Ich hörte, der Firehawk verflüssigt Banditen und trinkt sie wie Fleischsmoothies. Aber nein, bestimmt geht es deinem Kumpel Roland gut. Naja, wenn Roland gar nicht erst so ein Vollidiot gewesen wäre, würde er... Ups, fast hätte ich mein Geheimnis verraten. Aha. Ah, oh. Und tot. Es kommt ja gleich noch einer. Diesmal hast du keine Chance. Ich schmeiß schon wieder viel zu wenig Granaten. Ja, ich auch. Und Muni hält sich eigentlich bis jetzt wieder mal ganz gut. Wundert mich. Ich finde die Waffe, die was ich aufgehört gesammelt habe, ist cool. Okay. Mit den Bullen, die weiß ich nicht, ist lustig. Okay. Und die bist weit. Dürfte ich was erklären? Selbst wenn du Roland vor diesem Firehawk rettest, die Crimson Raiders sehnen sich nicht gerade nach dieser Welt. Weißt du was? Ich glaube, du verdienst einen kleinen Tipp. Mein Geheimnis hat damit zu tun, dass der Widerstand sterben und ich mich kaputt lachen werde. Ja. Wow. Ja, Revolver-Sniper hier. Das Ding macht schon gut Schaden. Die Wölfe.
Nee, der, der Rifle sowieso, aber hier der Revolver. Achso. Okay. Zum Teufel mit dem ersten Gesetz! Ja, dann nimm das zweite. Ich nicht zu weit geschützt. Alter, jetzt kicken die mich hier durch die Gegend. Die Autogun poliert ihnen die Fresse. Na, aber sowas sagt man doch nicht. Ja, pöbelt hier die ganze Zeit rum. Geld. Können wir demnächst wieder in die Spielhalle verhökern? Schämen wir dann, kriegen wir noch Schrott am Ende raus. Oder mal was Gutes, das wäre ja auch nicht schlecht. Nicht so ein Freund von dir, Marke. Ja. Oh, da hat wir eine Kiste. Nein! Schild! Was für eine süße kleine Spielzeugknarre! Das ist keine Spielzeugknarre. Das ist meine Autogun. Ich werde dir die Augen aus den Höhlen und steh doch nicht zu meinen Richtigkeiten. Du Bastard! So, gucken wir mal. Hey, wir haben geschützt und das Wesen. Also, keins. Ja, ich krieg's gerade nicht aufgesammelt jetzt. So, haben wir hier was Anständiges? Also für mich ist nichts dabei. Kannst du noch looten? Ja, ich kann noch looten. Ich muss auch mal kurz gucken, wegen Sniper-technisch. Okay, jetzt bin ich auch voll. Okay, dann nehme ich nur noch die hier auf. Ja, wow. Nein, wir spielen nicht mit dir. Keine Lust. Ja, wenn du morgen sowieso stirbst, warum willst du dann heute schon sterben? Immer diese Eierköpfe hier, schlimm. Na, der Logik verstehe ich sowieso nicht. Ich sterbe morgen sowieso, also, ne? Ja, warum willst du denn heute sterben? I am ready. Ne, sonst sehe ich aber nichts mehr. Großer? Lass mal einen Cut machen. Okay. Gut, dann machen wir jetzt hier nämlich den Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.